Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes hier in EEP. Ich werde jetzt die nächsten Folgen damit verbringen, alles zu verschalten. Hier irgendwo ist die Schaltung, inklusive einer weiteren Schaltung, welche ich jetzt noch schnell einbauen werde, in Form eines weiteren Zählsignals mit zwei Zuständen. Das hat dann aber eine Bewandtnis mit den Zügen des Nahverkehrs und der S-Bahn, weil diese über unterschiedliche Routen laufen. Mit den unterschiedlichen Routen hat halt nochmal die Bewandtnis, die S-Bahnen werden halt nochmal hier in die Gleise hier eingefahren und nicht wie alle anderen Züge in die normalen Wendegleise, nenne ich sie jetzt mal. Erstmal deaktiviere ich alle Kontaktpunkte, das wird mir zu viel. Brauche ich ein Zählersignal. Gibt es kostenlos. Das komplette Set mit zwei Schaltzuständen. Mit der Bewandtnis, dass darüber die Haltetafeln im Bahnhof dann gesteuert werden. Die werde ich im Übrigen jetzt auch gleich mal installieren. Ausgeglichen davon würde ich die ungern aufstellen. Die Stelle für Bus, für Straßenbahn, unterschiedlichen Ausführungen. Hier haben wir die Haartafeln. Keine Ahnung, warum hier 30x drunter steht. Damit kann ich irgendwie nie so richtig was anfangen. Muss ich da mal nachschauen. Kurzzug, Vollzug. Ja. Hier habe ich noch ein paar. Beton oder Eisen? Ich glaube, ich nehme Beton. So, dann gehe ich an die entsprechenden Stellen, an denen die aufgestellt werden sollen. Ja, zum einen hier. Am Bahnsteigende, bevor das hier so nach unten weggeht, ziehe ich dann auch mal über das Ausfahrsignal drüber hinaus. Ungefähr bis hierhin. Eventuell werde ich das noch weiter verlängern müssen bis auf Höhe des anderen Signals. Des Schutzzeitsignals vor der entsprechenden Weiche. Damit die auch entsprechend abgebremst werden. Ich sag jetzt mal, ich setze hier hin. Dann brauche ich eins Betonbahnsteig. Brauche ich das hier? Ich brauche es eigentlich nur als ein statisches Objekt, aber da habe ich keins. Es sei denn, dumm kannst du sein, du musst dir bloß zu helfen wissen. Das hat jetzt hier keinerlei Einfluss, weil es liegt direkt auf der Fahrleitung drauf. Hat damit also wirklich keinen Einfluss auf irgendwelche Signalzustände oder sonst was. So, in der Gegenrichtung. Brauche ich da hier eins? Na gut, im Gegengleis stelle ich die mal auf. Brauche ich keinen großen Abstand zum Anhalten. Muss mal überlegen, welchen Gleis fahren die Lok voraus ein?
wenn ich das ein bisschen berücksichtigen kann. Wenn der hier rausfährt. Jetzt in die Richtung fahren die Lok voraus. Dann verhebe ich die Harttafeln bis an die Stelle, wo das dann hier so abfällt. Kann ich auch mit dem hier machen. So, und fürs Gegengleis. Jetzt hier einen aus Beton genommen. Da brauche ich eigentlich einen in niedriger Bauform. So, und die werden dann, also dieses hier und in der anderen Richtung, diese Harttafel hier, werden über die Kontaktpunkte innerhalb der Steuerung angesteuert. Die anderen bleiben ganz normal. Die werden nicht verschaltet, weil sie dienen bloß hier als statisches Objekt. Und nur dieses hier brauchte ich bloß auf die Fahrleitung zu setzen, damit das hier keinerlei Probleme gibt. Weil es kann passieren, dass wenn zwei haltzeigende Signale so positioniert sind, dass das eine Vorsignal ist. Da habe ich dann zwischen Vorsignal und Hauptsignal so groß ist, dass dazwischen noch ein haltzeigendes Signal ist. Beide halt zeigen. Dass die Befehle gegenseitig dann aufgehoben werden. Das wäre nicht zu gebrauchen. Das wäre ja auch so eine Situation. Aber dadurch, dass ich halt das, die Harttafel, welche ja auch als Signal fungiert, auf einem separaten Gleis habe, also in dem Fall die Fahrleitung, geht das auch. So, und die werden dann in Abhängigkeit mit diesem Signal hier angesteuert. Damit dann noch eine Überprüfung stattfindet, brauche ich dann immer zwei Kontaktpunkte. Und, hä? LOL. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, ich glaube, das Signal ist irgendwo im Nirvana gelandet. Gut, lege ich es mal raus. Muss ich noch ersetzen. Und bei jedem Fahrzeug, was hier durchkommt, denke ich, es ist ein Bus. Weil aktuell läuft hier mal wieder eine Umleitung mitten durch die Straße. Und die Busse, die hier durchfahren, die fahren nicht langsam. Aber wenn ich jetzt mal hier auf die Uhr schaue, im Moment fahren die im Stundentakt, das heißt, der nächste kommt das in über einer halben Stunde. Aber LKW ist das Gleiche. Da gibt es hier derart Erschütterungen im Gebäude. Hier sind ja L-Signale. Falls ich mal eine Reichsbahnanlage bauen sollte, dann werde ich das verwenden können. Was habe ich hier für ein Signal verwendet? Jetzt muss ich da mal schauen. Einfachsignal mit integriertem Vorsignal, darüber und darunter jeweils Geschwindigkeitsanzeigen. Den Ausführungen für 60 km/h unten, also 60 und 80. Gleiches gilt für
Obrige. Ja, ich speichere gleich ab. Werde auch gleich die Folge erstmal beenden. So, dann hier noch der Kontaktpunkt, der das wieder auf Falsch setzt. Hier baustellenbedingt ist halt hier eine Busumleitung eingerichtet worden. Die führt hier mitten durch die Straße durch. Ich kriege hier jedes Mal echt eine halbe Panikattacke, wenn hier ein Bus durchfährt. Aber das ist auch nur, weil die durch das Kopfsteinpflaster. Ja, der hat starke Erschütterungen auslösen, da klappern die Wände von meiner Vitrine, da klappert hier alles. So. Jetzt will ich aber noch wenigstens noch die Kontaktpunkte für das dieses Zählersignal hier noch setzen. Eins, und zwar rot für Nahverkehr auf der Hauptbahn. Für die S-Bahn-Züge und allgemeingültig grün für alle Fahrtrouten. Da muss ich mal sehen, von wo aus wurde es ja nochmal angesteuert. Heißt, dieses Signal hier, dieser Kontaktpunkt, den muss ich dann wahrscheinlich noch ein Stück hier weiter verschieben. Darüber soll dann halt gesteuert werden, ob jetzt ein Zug im Bahnhof anhält oder nicht. Das Schalten passiert natürlich dann immer gleich in dem Moment, wenn die Ansteuerung erfolgt. Und hier muss ich auch noch verlängern. Na gut, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und würde mich dann freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuschalten würdet.